Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. 2016 wurden in Duisburg über 1400 schwere Körperverletzungen verübt. Ein äußerst waghalsiges Fahrmanöver löst jetzt den nächsten Einsatz der Beamten der Hauptwache Nord aus. Am Steuer des Polizeiwagens Kriminaloberkommissar Dirk Ahrens an der Seite von Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert. Ich glaub's ja nicht! Ich glaube, es bricht. Was ist denn hier los? Sagen Sie mal, was soll das denn jetzt hier? Bitte helfen Sie mir, es geht um meinen Freund. Ja, Sie können doch aber jetzt nicht so auf den Hof fahren. Ich meine, was ist das für ein Wahnsinn? Ich weiß, aber das ist echt wichtig. Ich weiß gar nicht, wo mein Freund ist. Ich glaube, er ist tot. Ich weiß nicht. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, warte mal, Moment. Wir müssen jetzt erstmal die Dame hier befragen. Um Ihren Freund geht's. Ja, der ist auf einmal. Ich weiß gar nicht, ob er tot ist oder so. Wie kommen Sie darauf? Gucken Sie einmal, was ich heute gefunden habe bei uns. Was haben Sie denn gefunden? Dann zeigen Sie es mal. Im Kranz? Ja, das sieht wie so ein Todeskranz oder sowas aus. Wo ist der denn gefunden worden? Das habe ich heute bei uns in einem Müllcontainer gefunden. Ich weiß gar nicht. Du, wenn er tot ist. Heißt Ihr Freund Robert oder was? Ja. Ist natürlich verständlich, dass die junge Dame hier völlig am Boden zerstört war. Ich meine, wer einen Kranz von seinem Freund mit dem Todesdatum von heute bei sich vom Haus findet, also da muss man schon Mut vorziehen. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, aber er geht gar nicht ans Handy. Wo wollte er denn hin heute Morgen? Bestimmt zur Arbeit. Haben Sie denn den Chef mal angerufen, ob er auf der Arbeit war? Ja, das habe ich schon versucht, und? Aber nein. War nicht auf der Arbeit, er geht auch nicht ans Telefon. Nein. Hat Ihr Freund irgendwie Selbstmordabsichten gehabt oder irgendwas? Nein. Der Fund eines weiteren besorgniserregenden Indizes in dem Kranz wirft bei den Kommissaren viele Fragen auf. Von der Melderin wollen sie mehr über das persönliche Umfeld ihres Freundes erfahren. Ich hoffe nicht, dass er tot Freund ist. Irgendwelche Feinde oder sonst was? Nicht, dass ich wüsste, irgendwas? Nein. Vielleicht wenn seine Ex-Freundin oder sowas, sowas, aber nee. Steht das aus der Zeitung ausgeschnitten oder so? Also irgendwie gut. Wollen wir mal reingehen? Wir gehen mal in unser Büro. Nehmen wir den Kranz mit? Ja. Gib mir den her. Es war definitiv richtig, dass er zu uns gefahren ist. Momentan ging er erstmal von der Vermisstensache aus, nachdem wir den Sachverhalt soweit erörtert haben. Aber natürlich sprach auch vieles dafür, dass hier möglicherweise mehr passiert ist. Ja. Letztendlich hat sie ihren Freund nicht erreicht, auf der Arbeit war er nicht. Dann natürlich noch das Grabgesteck oder mit dem Namen von ihm. Ja. Also da mussten wir eigentlich vom Schlimmsten ausgehen. Jetzt beruhigen Sie sich mal, wir bemühen uns jetzt mal ein bisschen was rauszukriegen hier. Ja. Wie ist denn Ihr Name eigentlich? Du. Christine Biermann, sorry, ich bin so aufgeregt. Ja. Das sieht aus wie so eine, Wasserskianlage oder sowas. Ne? Da hinten ist so ein Seilbahn. Ja, so ein Seil. Ja, das der hat doch auch einen Neopren an, oder? Ne? Ja, genau. Da gibt es doch so ein paar Dinger in Duisburg. Drei oder vier, glaube ich, haben wir hier erreicht. Ich check das mal eben ab. Ja, guck doch mal. Mein Freund hat nie was über Sport erzählt oder sowas, deswegen. Nee. Wie lange sind Sie mit dem zusammen? Seit 2 Jahren. 2 Jahre. Die Kriminalisten vermuten, dass das Foto ihre Ermittlungen vorantreiben wird. Und tatsächlich liefert ihnen die Internetrecherche eine richtungsweisende Information. Steffen Vogt kann nie wieder Sport machen. Aha. Druck den doch mal aus. Ich hab nie was davon erzählt. Druck den doch mal aus. Mach ich. Schrecklicher Unfall am Wasserskilift in Duisburg. Zu einem tragischen Unfall bei dem Duisburger Wasserskilift an der Neuen Weder ist am 26. Trinken Sie erstmal. Juli 99. Wir haben das Fahrzeug abgeschlossen. Der 15-jährige Steffen Vogt erlitt am Sonntagmittag eine schwere Knieverletzung und wird für den Rest seines Lebens Sportinvalide sein. Der Unfall passierte um 12.30 Uhr. Der 15-jährige Steffen Vogt hatte sich mit dem Wasserlift über die Wedau ziehen lassen. Bla und so weiter und so fort. Oh mein Gott. Verfahren gegen Liftbetreiber eingeleitet. Sofort wurde ein Verfahren gegen Liftbetreiber fand sich im tragischen Unfall des Fahrfehlers von Robert Meyer. Aber das war doch lange her. Wussten Sie, dass der mal Wakeboard gefahren ist? Nein, wusste ich gar nicht. Ich sehe es gerade hier, der ist jetzt vereinsbar, dieser Vogt. Ach. Bei dieser Wasserskianlage. Und hast du mal aufs Datum geguckt? Ja, ja. Wann der Unfall war? Ja, das ist vor 10 Jahren. Genau vor 10 Jahren. Der Freund der Melderin verursachte einen Wasserskiunfall, bei dem ein Mann zum Sportinvaliden wurde. Die Polizisten glauben, dass sich diese Person nun an dem Vermissten rächen will. Um dies zu verhindern, bleibt ihnen nur eine Wahl. Können Sie vielleicht trotzdem noch mal kurz mit dem Handy mal antippen, oder ob es immer noch aus ist? Okay. Ja, habe ich. Adresse habe ich. Fahren wir hin. Kenne ich die Anlage.
Ist immer noch. Ja, ist noch aus. Wir haben ja diese Todesanzeige in dem Kuvert gefunden und obendrauf, da ist, sind ja immer so Sprüche. Und hier ist auch ein Spruch zu sehen und da steht dann drauf, ich sterbe, aber meine Seele ist schon lange tot. Dort, wo einst alles angefangen, nehme ich heute von allen Abschied. Und das ist natürlich wieder ein Hinweis, alles, einst alles angefangen, vielleicht will sich jemand rächen oder irgendeinen Ausgleich schaffen, was immer. Und das ist für uns natürlich ein Hinweis, dass eventuell hier auch diese Wassersportanlage wieder zu irgendeinem Abschluss finden soll. Deswegen fahren wir da jetzt auch hin. Kann ich bitte mitkommen? Bitte. Ja, gerne. Wir können mitfahren. Du hast uns aber gefallen. Fahren Sie mal der Kollege Schutzpolizei mit, ja? Okay, alles klar. Die Wasserskianlage befindet sich an einem See in Duisburg-Wedau. Beim Eintreffen dort gibt es keine Hinweise auf den vermissten Freund der Melderin. Aus Sicherheitsgründen darf die junge Frau die Kommissarin nicht bei dem Einsatz begleiten. Zu Recht, denn nur wenig später spitzt sich die Lage zu. Hey, hör ich da was? Hallo? Hey, was machen Sie da? Polizei. Wir sind von der Kriminalpolizei. Legen Sie es hin. Auf die ganzen Boden schmeißen. So, Hände nach oben. Hände nach oben. Und rumdrehen. Hände an die Wand. So. Was machen Sie hier? Ich bin hier im Verein. Hey, hey, das ist ein Missverständnis. Was machen Sie hier? Scheibe eingeschlagen auch schon? Nein, die Scheibe, das war ich nicht. Das war schon. Mein Handy ist im Raum. Ich wollte mein Handy nur haben. Also ich kenne eigentlich nur Einbrecher, die mit dem Schraubenzieher reingehen. Sie? Ich heiße Thomas. Thomas und weiter? Thomas Rutz. Die Beamten ermitteln, dass der Mann nicht polizeibekannt ist. Es ist offensichtlich auch nicht der Verdächtige. Noch ehe sie ihn weiter befragen können, machen die Schutzpolizisten im Wasser eine dramatische Entdeckung. War keine böse Absicht. Ja, das sah nicht so aus. Also. Scheibe hat der auch eingeschlagen? Nein, die Scheibe, das war ich nicht. Das war schon. Ja, gut. Okay, das werden wir noch weiter mit. Ja. Ist hier noch jemand da? Jungs, da liegt jemand auf der Wassersportanlage. Da liegt jemand. Kümmer dich um den da. Da hinten liegt er. Scheiße. Hallo. Ich anspreche. Komm, wir nehmen uns das Boot hier. Scheiße! Ah ja! Komm, gib mir die Waffe weg. Ego für 32,16. Wir brauchen unbedingt mal ein RTW. Es scheint hier eine nicht ansprechbare, ohnmächtige Person zu haben. Und am besten auch die Wasserrettung. Der Kollege ist gerade ins Wasser gesprungen und versucht ihn zu retten. Hallo? Der rutscht ab! Beeil dich! Scheiße! Hier! Da sind sie! An dem Ding da, den weißen! Dirk Ahrens erkennt sofort, dass es sich bei dem Opfer um den Freund der Melderin handelt. Noch ist unklar, welche Verletzungen er hat. Da er bewusstlos ist, steht zunächst seine medizinische Versorgung durch das Rettungsteam an oberster Stelle. Das war bei letzter Sekunde jetzt, oder? Der droht gerade abzurutschen. Ich konnte gerade noch so. Ist er ansprechbar? Packen, er kommt gerade wieder zu sich. Komm. Wir haben dann erstmal den Sanitätern und Ärzten die Arbeit überlassen, damit die hier die medizinische Betreuung vornehmen können. Das hat absolute Priorität vor allen anderen Dingen. Hast du? Eins, zwei und hopp. Warte, komm rüber. Noch ist unklar, was dem Opfer überhaupt widerfahren ist. Auch fehlt von dem mutmaßlichen Täter jede Spur. Doch dann macht ein Streifenpolizist eine verdächtige Entdeckung. Oh mein Gott, Schatz! Was ist denn hier passiert? Wir wissen es noch nicht. Oh mein Gott! Der ist nass. Wo war er denn? Er war im Wasser. Oh mein Gott! Der Kollege hat ihn gerade noch mit einer letzten Aktion hier gerettet. Sonst wäre das, wenn wir jetzt nicht gekommen wären, also... Aber wir sind echt froh, dass Sie zur Polizei rechtzeitig gekommen sind. Also ist gar nicht auszudenken, wenn Sie nicht rechtzeitig gekommen wären. Ja? Ja. Entschuldigung, wir fahren gerade noch. Was denn? Das ist doch einer im Busch, oder nicht? Sehen. Siehst du? Ja, stimmt. Siehst du? Der haut jetzt nochmal ab. Hey! Warten Hallo. Sie mal! Hey, Polizei! Hallo! Ja, ich gehe mal hier. Hallo! Werf den Stock weg! Leg den Stock weg! Piss dich! Stock weg, Junge! Piss dich! Werf den Stock weg! Auf die Knie, Junge! Auf die Knie! Auf die Knie! Was denn? Ich hab nichts gemacht! Ja, das klären wir gleich, was sie gemacht haben.
ich arbeite hier! Es ist ja so, dass ein Beschuldigter bei der Polizei zum Sachverhalt überhaupt keine Angaben machen muss, auch nach Belehrung nicht. Er muss lediglich Angaben zu seiner Person, sprich zu seinen Personalien machen. Ansonsten steht ihm natürlich frei, einen Anwalt zu nehmen oder auch nichts zu sagen. Ich arbeite hier, verpiss dich! Was? Moment, mit dem Ton schon mal gar nicht, ja? Ich habe hier nichts gemacht. Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Ich arbeite hier, Stefan Vogt, ich arbeite hier. Stefan Vogt, interessant. Sind Sie früher auch mal Wakeboard gefahren? Ja, früher. Der Täter legt ein umfassendes Geständnis ab. In der ersten Vernehmung decken die Kommissare auch sein Motiv auf. Hass. Ich war auch mal erfolgreich. Ja, ich weiß. Bis der Spinner kam. Ja, also, und dann? Das ist genau 10 Jahre her, oder? Genau 10 Jahre auf den Tag. Auf den Tag, ne? Hat mir alles kaputt gemacht. Ja. Wieso hat er es kaputt gemacht? Was hast du denn gemacht? Er wäre fast tot. Ich wäre ganz oben jetzt gewesen. Was denkst du dir? So ein kindisch. Ach, keine Ahnung. Halt die Klappe. Das war alles Berechnung. Inzwischen ist das Opfer außer Lebensgefahr. Da es wieder ansprechbar ist, befragen es die Ermittler umgehend. Dabei kommen erste Details des brutalen Tathergangs ans Licht. Arendt von der Kriminalpolizei in Duisburg. Bitte kurz. Kollege Meinert. Wir müssen los. Wissen Sie, wer das war? Haben Sie einen Mann gesehen? Schatz, wer war das denn? Erzähl mal doch. Herr Vogt, ja. Ihr ehemaliger Kumpane. Ja. Hat er sie geschlagen vorher? Wir sehen alle zu schnell. Er hat mich überwältigt. Wir nehmen sie gleich. Aber noch an Land. Vor mir? Ja, gut. Ja. Noch verwirrt. Die Hände waren auch gefesselt durch ihn? Ja. Entschuldigung, hat sie noch was? Nee. Dann, wir müssen nämlich los. Sie können mitfahren. Sie können mitfahren. Sie kommen vorne mit. Ist ja soweit alles. Relativ abgegangen. Haben Sie Glück gehabt, dass Ihre Freundin so wachsam ist. Ja. Aber wirklich. Hier haben wir mit Sicherheit den niederen Beweggrund als Mordmerkmal, würde ich schon so sehen. Ja, es war genau 10 Jahre her, dieser Unfall. Die waren früher Kumpels, die zwei. Ja. Und, also ich würde sagen, dass hier definitiv ein versuchter Mord vorliegt. So. Gott sei Dank. Okay, jetzt musst du ja langsam mal wieder was Trockenes anziehen wollen. Ne? Ach, jetzt wird es doch warm. Wenn es so gut läuft, kann man auch nass wieder Mord machen. Der Täter wird wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung angezeigt. Es wird von versuchtem Mord ausgegangen. Das Opfer wird sich wieder vollständig erholen.